Hallo Leute, mein Name ist Martin Grau, herzlich willkommen zu den WWE News. Die Themen heute, die ersten Hall of Famer Goldberg Matches und WWE will die Hardys zurück. In der aktuellen Smackdown-Episode gab es ja ein Match zwischen Carmella und Aaliyah aus NXT. Hier fragen sich natürlich viele, ob das jetzt das offizielle Main-Roster-Debüt von ihr war. Nein. War es nicht. Ähnlich auch wie bei Liv Morgan, die ja bei einem Raw Live Event aufgetaucht ist, gibt es noch keinen Platz für Aaliyah im Main Roster. Beziehungsweise man braucht eher noch die Mädels bei NXT und deshalb ist das hier nicht das offizielle Main Roster Debüt gewesen. Und ich muss auch ehrlich sagen, so richtig werde ich mit Aaliyah sowieso nicht warm. Aber ich weiß nicht, wie das euch geht, aber weiß ich nicht. Von mir aus ist das jetzt nicht unbedingt so die. Für die diesjährige Hall of Fame werden schon mal zwei Namen gerüchtet. Und zwar zum einen DDP, Diamond Dallas Page. Über ihn wurde nämlich für dieses Jahr auch eine DVD angekündigt, die im März diesen Jahres erscheinen wird. Und so ist es ein ziemlich guter Kandidat für die diesjährige Hall of Fame. Der andere Name, der kursiert, ist Rick Rude. Also beides auf jeden Fall sehr gute Kandidaten für die Hall of Fame. Mal schauen, ob das bestätigt wird und vor allen Dingen auch, wer da sonst noch folgen wird. Die WWE hatte eigentlich schon für WrestleMania 30 soweit alles im Blick und eigentlich auch schon so das meiste fertig. Aber in den letzten Tagen hat man nochmal komplett alles über den Haufen geworfen. Man hat nochmal sich hingesetzt und doch nochmal sehr viele Sachen überarbeitet. Das heißt, dass die eigentlich geplanten Dinge möglicherweise jetzt nicht mehr passieren können. Eine Sache, die aber bestehen bleibt, ist höchstwahrscheinlich das Match zwischen Seth Rollins und Triple H. Denn da wird ja in den Shows schon sehr viel dran gewerkelt, dass man das jetzt nochmal cancelt und daraus was anderes macht. Ist ja noch eher unrealistisch, aber für vieles vom Rest hat man sich da irgendwie was Neues ausgedacht. Hier wird auch deutlich, dass man für WrestleMania noch gar nicht so richtig einen Plan hat und dass noch so viel umgeschmissen werden können, denn es kommen natürlich immer mehr Gerüchte zur Zeit rein, da wir ja im Moment auf der Road zu WrestleMania sind. Und da ist es halt immer ein bisschen schwierig, wie viel Wert man wirklich jedem einzelnen Gerücht geben kann, weil in der Regel ist es so, dass die WWE das selbst noch gar nicht so richtig weiß. Im letzten Jahr war es ja zum Beispiel auch so, dass eigentlich viel geplant wurde, aber durch Verletzungen es dann alles doch wieder anders aussah. Und das kann dieses Jahr ja auch passieren. Das kann nun immer passieren. Deshalb mal schauen. Bei Ring of Honor laufen ja jetzt einige Verträge von Wrestlern ab, weshalb Ring of Honor zwar alles Mögliche versucht, um die alle zu halten, aber die WWE zum Beispiel auch ganz genau weiß, dass sie gar nicht die Mittel dafür haben, um wirklich alle halten zu können. Gerade wenn die WWE mit ihren Vertragsangeboten kommt, wird es natürlich schwierig. Allerdings gab es in der letzten Zeit noch keine Berichte darüber, dass die WWE es auch wirklich geschafft hat, jetzt einige Talente daraus zu ziehen, sondern alle bisher haben denn doch den Ring of Honor Vertrag verlängert. So kam es jetzt auch zur Vertragsverlängerung von Bobby Fish, der auch bei Ring of Honor bleibt. Aber natürlich kann man nicht alle halten, wie zum Beispiel Kyle O'Reilly, der bis vorgestern auch noch Ring of Honor Champion war. Dieser hat nämlich von allen großen Wrestling Promotions auch schon Vertragsangebote auf dem Tisch liegen und hat schon gesagt, dass er bei Ring of Honor seinen Vertrag nicht verlängern will, sondern erstmal schaut, wie es zukunftsmäßig, was er so für Optionen hat, was man da alles machen kann. Und genau deshalb geht man auch davon aus, dass Kyle O'Reilly wohl demnächst einen WWE-Entwicklungsvertrag unterzeichnen wird und dann seinen Weg zu WWE macht. Außerdem sollen die Verträge der Briscoes im Juni diesen Jahres auslaufen, also da wird es dann auch nochmal spannend. Auch bei dem aktuellen Ring of Honor Champion Adam Cole wird erwartet, dass er sich im Mai 2017 auch zur WWE bekennen wird und einen WWE-Entwicklungsvertrag unterzeichnet. Und das ist auch ziemlich geil, Kyle O'Reilly und Adam Cole zu kriegen. Was will man mehr? Nochmal eine kurze Info zu Alberto Del Rio, denn dieser steht schon seit September letzten Jahres, also seitdem er die WWE verlassen hat, mit TNA in Verhandlungsgesprächen, weil die den eigentlich unbedingt haben wollen, aber er natürlich einiges an Geld kostet. Auch bis zum jetzigen Zeitpunkt gibt es noch keinen abgeschlossenen Deal zwischen TNA und Alberto Del Rio, dennoch hat ja TNA durch Anthem jetzt einfach nur wieder ein bisschen mehr Geld. Vielleicht sieht es denn doch ganz gut aus. Und bei TNA bleiben wir auch heute noch ein bisschen, denn Mandrews, also Mark Andrews,
der ja eigentlich TNA-Wrestler war, wurde jetzt für das UK-Turnier von der WWE bestätigt. Und ich verfolge diesen Typen schon extrem lange, schon bevor er bei TNA war. Und der hat es übel drauf. Der kann Flips, da frage ich mich immer wieder. Das ist auf jeden Fall ein richtig, richtig cooler Typ. Und dass der damit macht, finde ich auf jeden Fall schon mal super. Aber hier ist auch eine Besonderheit, dass sich das dann mit TNA wahrscheinlich erledigt hat. Denn die WWE hat ja in den Verträgen von den UK-Teilnehmern mit drinstehen, dass sie nicht bei Promotions auftreten dürfen, die einen US-TV-Deal haben. Also fällt TNA damit raus. Und da man ja eigentlich eine Weekly-Show mit den UK-Teilnehmern plant, ist Mark Andrews da eigentlich ein ziemlich cooler Name. Und nochmal eine kurze Sache zu TNA, denn es wurde jetzt offiziell bekannt gegeben, was ich auch schon vor einiger Zeit gesagt habe, dass Ed Nordholm von Anthem jetzt offiziell der Big Boss von TNA ist. Dixie Carter wird sich ab sofort nur noch um die globale Entwicklung von TNA kümmern und wird keinen Einfluss mehr auf irgendwelche Entscheidungen haben. Das ist eine extrem gute Sache, da viele Leute ziemlich pissed auf Dixie Carter sind und wie sie ja, TNA zugrunde gerichtet hat, kann man schon fast sagen. Sie wurde sogar von den aktuellen TV-Tapings ausgeladen, da man nicht wollte, dass sie mit irgendwelchen Wrestlern Kontakt hat, da die meisten Wrestler ziemlich pissed auf Dixie sind. Und dass sie wirklich überhaupt keinen Einfluss mehr hat, sieht man auch, dass TNA jetzt mit Jeff Jarrett dann auch offiziell wieder einen Deal eingegangen ist. Und das wäre unter Dixies Fuchtel niemals passiert, da Jeff Jarrett und Dixie sich überhaupt nicht mehr leiden können. Entgegen einiger Berichte im Netz ist es momentan nicht geplant, Renee Young, obwohl sie ja in dieser Fehde zwischen The Miz und Dean Ambrose mit involviert ist, auch im Ring mit einzusetzen, in irgendwelchen Mixed Tag Team Matches oder sowas. Das ist momentan nicht geplant und ich gehe auch nicht davon aus, dass man das machen wird. Sie wird zwar weiterhin irgendwie da mit involviert sein und vielleicht steht sie auch mal mit am Ring, aber im Match wird es auf jeden Fall nicht so sein. Laut dem Vertrag von Bill Goldberg muss er von Januar 17 bis April 17 drei Pay-Per-View-Matches bestreiten. Hier haben wir ja schon das Royal Rumble-Match bestätigt, in dem er ja auch teilnehmen wird. Bei WrestleMania wird er natürlich auch auftreten und dazwischen liegt noch Fastlane, das heißt auch hier wird er ein Match bestreiten. Momentan sind da mögliche Kandidaten, die gegen Goldberg antreten. Braun Strowman, Roman Reigns, Kevin Owens und Chris Jericho. Natürlich wird er dadurch ja auch viel häufiger in den Weekly-Shows zu sehen sein, da er ja dann genau diese Matches auch dementsprechend promoten muss. Wie es für den Rest des Jahres aussieht, weiß man zwar noch nicht, aber wenn die drei Matches eigentlich ganz gut laufen, warum sollte man denn nicht noch ein bisschen weitermachen? Und zu guter Letzt kommen wir zu den Hardys, denn es wird immer häufiger zurzeit berichtet, dass die WWE-Offiziellen wieder richtig Lust auf die Hardys haben. Und hier ist es eine ziemlich spannende Sache, denn der Vertrag von Matt Hardy bei TNA läuft bis zum 27.02. Und der Vertrag von Jeff Hardy wird auch im Februar auslaufen. Das heißt, wir haben hier eine ziemlich wichtige Zeit für die Hardys, weil die natürlich entscheiden müssen, ob sie bei TNA bleiben oder denn doch wieder zur WWE gehen, denn der Weg für die WWE ist eigentlich geebnet, weil es gab ja mal vor einiger Zeit eine Umfrage, welchen WWE-Superstar die WWE-Zuschauer am liebsten zurückkehren lassen wollen würden und da war ganz oben Jeff Hardy. Außerdem finden wir jetzt immer mehr Delete-Chants bei den WWE-Shows und somit sieht man auch, dass die Fans wirklich Bock haben auf den neuen Broken Matt Hardy-Charakter. Hier wird es allerdings dann auch mit TNA ein bisschen schlimm, denn die wollen die Hardys eigentlich exklusiv für sich haben. Aber Matt und Jeff wissen natürlich auch, dass sie in den Indies eine ganze Menge Geld verdienen. Also warum sollte man nur für TNA arbeiten wollen, beziehungsweise alle Booking-Fragen über TNA laufen lassen? Jetzt hat der TNA, wie ich eben schon gesagt habe, durch Anthem ein bisschen mehr Geld. Somit könnte man natürlich auch dementsprechend den Hardys ein bisschen mehr bieten. Und gerade für Matt ist es ja auch wieder so eine Frage, weil der möchte über seinen Broken Matt Hardy Charakter dementsprechend auch mehr kreativen Einfluss haben. Das würde er zwar bei TNA bekommen, aber bei der WWE definitiv nicht. Also die nächsten Wochen werden da entsprechend
sehr spannend. Ich würde mich sehr freuen, die Hardys dann nochmal wieder bei der WWE zu sehen. Gerade Broken Matt Hardy ist so grandios. Ist natürlich ein bisschen crazy und man muss sich natürlich auch drauf einlassen, aber irgendwie hat es was. Ja, und dann war es das erstmal mit den WWE News für heute. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn es ist, gib mir doch wie immer einen Daumen nach oben. Vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren, falls du das noch nicht gemacht hast. Du musst doch informiert werden über alles zum Thema WWE. Das kannst du nämlich hier machen. Darunter gibt es meinen Gaming-Kanal. Auf jeden Fall mal vorbeischauen. Alle Links in der Videobeschreibung. Alle mal mindestens anklicken. Und ansonsten gibt es hier noch eins meiner letzten Videos. Irgendein Vlog. Ich mache nämlich zurzeit wieder viele Vlogs. Also auf jeden Fall mal drauf. Das war's für heute. Rein, bis zum nächsten Mal und ciao.